Hallo und willkommen zurück bei The Long Dark. Und wir sind gerade an dem Turm. Wir hatten das Radio hier benutzt in der Nacht und haben uns ein bisschen ausgeruht. Jetzt sind wir laut der Karte an diesem Punkt, den Funkturmhügel. Und unsere nächste Aufgabe beinhaltet, dass wir hier hin müssen. Bedeutet, wir haben einen ziemlich langen Rückweg und ich hoffe, dieses Mal ist kein Sturm da. Denn der Sturm, der draußen herrschte, der Schneesturm, gehörte scheinbar zu der Episode an sich. Und draußen liegt noch jemand vor der Tür, den müssen wir auch nochmal durchsuchen. Ja, da ist ja noch Gewehr. Nee, Revolver. Okay. Nobody needs this anymore. So ein bisschen. Na doch, jetzt sieht es aus wie ein Revolver. Na gut. Halt. Nehmen. Gut. Hat mich schon reingeguckt? Ich glaube, da hat sie schon reingeguckt. Ja, da hatten wir schon. Unsere Finger dran. Jo, dann würde ich sagen, gehen wir einmal vor die Tür. Wir müssten es eigentlich jetzt Tag haben. Oder? Ja, wir haben schon Tag. Jo, hätte ich auch gleich gucken können. Okay. Gut, dann legen wir mal die Laterne weg. Oder stecken sie weg. This stuff will come in Was soll ich mit handy. dem Pfeil? Nö. Da steckt er wieder drin. Aha, interessant. Nicht so interessant, nein. Aber der Schneesturm, er ist noch immer da, aber er sieht nicht mehr so dolle aus. Sehr gut. Gut. Mal gucken, wie wir jetzt hier wieder runterkommen. Immerhin war es ja ganz schön schwierig, hier überhaupt herzukommen. Und versuche mich mal daran. Wo sind wir doch dort? Gucken wir doch mal auf der Karte. Na, okay, wir gucken also in die Richtung. Dann würde ich sagen, ist das die richtige Richtung? Also dort entlang. Aber nicht da lang, sondern hier entlang. Ja, das sieht ganz gut aus. Doch, also der Schneesturm ist nicht wirklich weniger. Viel zu schnell, nicht darunter. Nicht darunter rennen. Könnte vielleicht verheerend sein. Bevor wir hier wieder Verletzungen haben und Schmerzen. So. Gucken wir nochmal in der Karte. Ja. Ich glaube. Ach, doch, langsamer. Ich hoffe, ich finde das Seil auch wieder. Mit dem wir hier hochgeklettert sind. Das wäre super. Denn ich befürchte, wir kommen sonst gar nicht erst runter. Oder gibt es da doch eine Möglichkeit? Das werden wir gleich herausfinden. Ich hoffe es zumindest, das wäre schön. Mal gucken. Ja, da ist das Seil. Juhu, ich hab's gefunden. Prima. Puh. Ist ja nun nicht so, dass ich hier irgendwelche Anhaltspunkte gehabt hätte. Und dann müssen wir auch noch runterklettern. Ja, umgucken können wir uns leider gerade nicht, aber egal. Hauptsache, wir kommen hier runter. Gut. Ah ja, das liegt da immer noch. Ein Hirsch. Lauf, lauf, lauf. Astrid, los, lauf. Hey, wo laufe ich überhaupt hin? Okay. Die Richtung. Ich würde sagen, ich laufe hier lang. Oder? Nein, da. Doch, das machen wir. Und? Ja. Wir laufen in die Richtung. In der Hoffnung, dass ich hier über den Fluss komme. Und hier keine großen Berge im Weg sind. Allerdings hoffe ich da, glaube ich, naja, zu früh. Nee. Zu früh gehofft. Ja.
Mal jetzt gehe ich zur Hütte, also zur Scheune. Ich glaube, das ist die bessere Idee. Ja. Halt, Moment. Ja. Gut, dann lieber zur Scheune, da können wir uns aufwärmen, weil uns ist echt ganz schön dolle kalt. Erfrieren möchte ich ja hier auch nicht. Also, dass die Astrid erfriert. Was haben wir denn da? Was ist denn das? Tannenast. Ja, nee, aber den brauche ich nicht. Was wir brauchen, ist irgendwas, wo wir uns aufwärmen können. Viel besser. Ja, die Episode 1 und 2, sehr spannend, sehr schön. Anfänglich ein bisschen Probleme gehabt, weil in die Spielmotorik reinzukommen, ist natürlich ja jedes Mal was Neues. Und dementsprechend hat es ein bisschen länger gedauert, aber nicht das Problem, das hat ja geklappt. Wir sind also jetzt bei Episode 3 und 4 und 5 Folgen noch. Okay, wir sind an der Straße schon mal. Und jetzt brauchen wir nur noch die Scheune. Halt. Da. Da ist sie. Da sollte die Scheune zumindest sein. Und? Wo ist sie? Da. So, rein hier in die gute Stube. So. Und ich glaube, ich habe gar kein Holz dabei. Oder? Nein. Ich habe nichts zum Zünden da. Ja, ich habe ja alles liegen lassen, was irgendwie brennbar gewesen wäre. Sozusagen nicht damit gerechnet, dass ich es doch noch brauche. Hm. Und jetzt. Wir haben ein Bett. Da uns nicht kalt ist, also nicht kälter wird, ist das schon mal nicht so schlecht. Aber ich glaube, ich bräuchte noch ein bisschen Holz. Da haben wir noch was. Ja. Aber Zündbündel habe ich jetzt doch nicht. Hm. Weiterwagen? Was? Was soll ich denn damit? Nö. Das lassen wir mal schön bleiben. Ich glaube, ich brauche da nochmal einen Ast, von dem ich gesprochen hatte, der uns Zündbündel bringt. Und ich sehe gerade... Ja, da ist er. Da ist doch was. Genau. Was? Ah, nee, der bringt uns gar keinen. Ah. Aber egal, wir müssten eigentlich dann welche herstellen können. Mit den so nehmen. Ah, nee, komm nicht ran. Gut, mal rumlaufen. Was haben wir hier? Ah, können wir nicht benutzen. So. Die Zweige. Immer eine gute Idee. Da ist denn noch an den Stock. Ja, ich vergesse immer die Bezeichnung. Also für mich ist es halt ein Ast. Hier heißt es ein Stock. Naja. Von mir aus. So, da noch. Und ja, das gibt doch Zündbündel. Ah, nee, das dauert zu lange. Anderthalb Stunden. Nö, 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 nö. Denn ich darf nicht vergessen, wir erfrieren hier gleich. Und das möchte ich nun gar nicht. So. Feuer machen. Ah ja, die hatten wir ja noch nicht. Okay. Dann machen wir uns jetzt welche. Kann ich denn welche machen? Mal gucken. Jo, Zündbündel können wir herstellen. Okay, gut. Das heißt, wir müssten jetzt eigentlich Feuer machen können. Tatsächlich. Wir haben sogar noch ein bisschen Brandbeschleuniger. Ja, dann machen wir doch erstmal Feuer. Okay. Perfekt. Gleich nochmal was nachlegen. Na? Achso. Ha. Hä? Nein, wieso nämlich die Fackel? Naja. Okay. Wieso? Interessant.
gut. Jetzt haben wir es. Wir haben nichts mehr. Gut. Also, es wird uns warm. Überbrücken wir das Ganze? Ja, ich würde sagen, ja. Da. Wir überbrücken das Ganze, indem wir eine Stunde uns hinlegen. Mal gucken, ob das reicht. Zwei. Ja, dann haben wir es immer noch Tag. Wir wollen ja auch zu unserem neuen Ziel. Das idyllische Tal gefällt mir zwar eigentlich ganz gut. Jede Menge Action hier gewesen. Aber ich würde hier auch ganz gerne weg, ganz ehrlich. Und dementsprechend sollten wir natürlich zusehen, dass wir hier wegkommen. Ansonsten wird das wohl nicht funktionieren. Okay. Ich rede ein bisschen viel heute. Ja, ich weiß. Ist ja okay. So. Gut, das Ganze hier wird wahrscheinlich ein bisschen dauern, bis wir angekommen sind. Und solange nichts weiter Aufregendes passiert, werde ich das Ganze hier ein bisschen beschleunigen. Vorbereiten sollte ich mich vielleicht. Ja, genau. Und haben wir was zum Nachladen? Ja. Wir haben. Oh, 23 Schuss hatten wir sogar jetzt. Ja. Denn sehr wahrscheinlich ist es, dass wir wieder von Wölfen angegriffen werden. Also mit anderen Worten, Vorbereitung ist besser. Wunderbar. Das Feuer, das wir sonst von Weitem sehen konnten, hatten wir dieses Mal nicht gesehen. Darum musste ich erst meine Karte noch mal schauen, aber naja. So, dann können wir uns jetzt erstmal aufwärmen, hoffentlich. Da sind wir wieder in der Stadthalle, da waren wir ja schon einmal. Und ich würde sagen, wir ruhen uns hier aus. Und wir haben uns natürlich, ja, hier wird uns auch sehr viel schneller warm. Das ist sehr gut. Auf der Karte gucken, wie weit es noch ist. Oh ja. Okay, also hier sind wir. Hier entlang müssen wir und dort entlang. Dass ich da auch wirklich richtig liege. Nein, nicht das. Da. Genau, da haben wir unsere Karte untersuchen. Und jo. Das passt ziemlich gut zu unserer Karte, was ich gerade gezeigt hatte. Und wie ich sehe, ich glaube, hier sind Hindernisse. Dementsprechend werden wir etwas länger brauchen. Und wer weiß, was noch so auf uns zukommt. Dann
ruhen wir uns hier aus. Ja, ansonsten, ich hoffe, es hat euch gefallen. Nehmt doch noch ein Abo mit. Schreibt ein paar Kommentare, was euch gefallen hat, was euch nicht gefallen hat. Und vielleicht noch einen kleinen Daumen hoch, wäre sehr schön. Ah, wo kann ich denn hier nächtigen? Wo geht's? Geht's hier? Ja, da. Sehr gut. Okay, also, dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.